Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Skill-Tutorial hier auf meinem Channel. Heute werde ich euch erklären, wie ihr eine erweiterte Schussfinte ausüben könnt. In Anlehnung zu der Schussfinte im Stand werde ich euch nun diesen sehr hilfreichen Skill zeigen. Warum hilfreich? A, kann ihn so gut wie jeder Spieler ausüben, denn es ist nämlich nur zwei Skillsterne benötigt, um diesen Skill auszuüben. Und er verschafft euch definitiv einen Tempo-Boost, wenn ihr ihn ausübt. Heißt, wenn ihr schnell an Verteidiger vorbeikommen möchtet, ohne problematisch euch Skill-Variationen ausüben zu müssen. Wie gesagt, dieser Skill ist dafür perfekt, weil ihr damit A, ziemlich einfach und ziemlich schnell am Gegenspieler vorbeikommt. Und mal unter uns, dieser Skill ist wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Glitch ist in FIFA 20, aber ziemlich hilfreich, wenn ihr wirklich sehr schnelle Spieler habt, weil ihr zu dem Antritt noch einen kleinen Tempo-Boost, wie ihr das hier in den Beispielen sehen könnt, bekommt. Ich würde sagen, ich schnack nicht lang, wir gehen direkt in die Controls. Die sind ziemlich einfach. A, müsst ihr wissen, wie eine Schussfinte auszuüben geht. Das könnt ihr entweder mit dem Viereck-Button und dem X-Button oder mit dem Kreis-Button und dem X-Button machen. Entweder ihr lädt einen Schuss auf und während der Balken sich nur auflädt, müsst ihr direkt danach den X-Button drücken, wie ihr hier auch seht und hört, bevor der Ball nämlich geschossen wird vom Spieler. Oder das gleiche geht auch mit einer Flanke. Entweder flanken oder schießen und dann direkt mit dem X-Button annullieren. Wie kriegen wir nun die erweiterte Schussfinte hin? Das Ganze ist ziemlich einfach. Wir müssen nämlich in eine Richtung laufen, in unserem Beispiel in der Trainingsarena ist es nach oben. Dann müssen wir den L1-Button gedrückt halten, mit dem linken Stick ein wenig zur Seite bzw. ein wenig diagonal zur Laufrichtung hinzeigen und dann die Schussfinte ausüben. Das alles zusammen ergibt dann, wie gesagt, und auch wie ihr sehen könnt, die erweiterte Schussfinte. Das Ganze natürlich auch in anderen Laufrichtungen möglich. Heißt, wenn wir zum Beispiel nach rechts laufen, müssen wir den linken Stick ein wenig diagonal zu rechts zeigen. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn ihr den linken Stick in die Laufrichtung haltet. Aber wie gesagt, ganz so effektiv ist es nicht, weil ihr dann nicht wirklich diese diagonale Schrittrichtung einschlägt, sondern einfach nur fast schon auf die Stelle läuft. Wie gesagt, ein ziemlich einfacher Skill, aber auch wichtig fürs Gameplay. Ihr seht auch die ein oder anderen Pros damit rumhantieren im Strafraum oder auf dem Weg zum Strafraum. Dementsprechend würde ich sagen, lernt den Skill auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt so ein paar Ingame-Highlights, wo ihr sehen könnt, wie ihr den Skill anwenden könnt. Ich würde sagen, haut rein, meine lieben Freunde. Viel Spaß beim Üben und Peace.